Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zeige ich euch einen Mixed Haul, sage ich mal. Ich habe ein paar Teile beim Teddy gekauft, war auf dem Flohmarkt und habe da ein paar Teile ergattert. Und dann habe ich mir noch was bei Hunkemöller gekauft und bei Bonprix bestellt. Genau. Ich fange mal einfach mit den Teilen vom Teddy an. Da habe ich die Preise auch überall draufstehen und ja, damit starten wir einfach mal durch. Als allererstes habe ich mir beim Teddy hier so einen Haarreifen gekauft, den ich super süß finde. Ich glaube, jeder hat mittlerweile so einen Haarreifen irgendwie, wenn man sich schminkt oder eine Maske macht. Und ich fand den hier einfach super niedlich, der passt total gut zu mir. Der ist halt rosa und dann hat der hier so viel zu viele, viel zu künstliche Blumen drauf. Der hat 2 Euro gekostet und ja, dann für 2 Euro durfte der mit. Dann habe ich 2 Herzen gekauft. Und zwar für unser Foyer, für die Fenster. Ich versuche euch die mal beide gleichzeitig zu zeigen. Genau, einmal eins in braun mit einem kleinen weißen Herz noch drin, mit einer Schleife. Und ein weißes Herz. Die haben, glaube ich, beide 2 Euro. Genau, die haben beide jeweils 2 Euro gekostet. Und die hänge ich dann in die verschiedenen Fenster. Und das finde ich ganz schön eigentlich. Das habe ich im Schlafzimmer auch, dass ein Schmetterling, genau, da habe ich Schmetterlinge, dass ein Schmetterling weiß ist und einer so ein bisschen bräunlich. Finde ich eigentlich ganz schön, wenn das nicht so komplett eine Farbe hat, sondern ein bisschen unterschiedlich ist. Und diese Farben passen ja sehr gut zusammen. Dann habe ich für die Hochzeit meines Bruders, ihr Lieben, falls ihr dieses Video schaut, lieber Bruder, liebe Schwägerin, ihr wisst Bescheid. Mein Bruder heiratet in 2 Monaten und da habe ich so eine Party-Popper, so nenne ich sie mal, mitgenommen. Konfettikanonen sind das einfach. Das sind 3 Stück, da ist silbernes Konfetti drin und die haben auch 2 Euro gekostet und beim Polterabend werden die dann zum Einsatz kommen, denke ich. Dann habe ich noch nachtleuchtende Farbe gesehen, fand ich total cool und da steht getrocknet transparent. Jetzt habe ich natürlich überlegt, was ich damit machen kann und ich denke, ich werde bei dem Kleinen im Zimmer am Regal und vielleicht sogar an der Tapete mal schauen, einfach so kleine runde Farbkleckse hinmachen. Oder was ich mir auch cool vorstellen kann, ist, dass ich vielleicht eine kleine Sternschablone mache und dann damit in diese Farbe einfach mal ein bisschen reingehe und dann das so an die Wand mache. Das ist auch so, als wenn das kleine Sterne wären. Der Kleine hat nämlich über sein Bett eine Schräge und an der Schräge hat er Sterne kleben gehabt. So dünne Aufkleber, die kleben da tatsächlich auch noch. Und dann diese dicken Plastiksterne, ihr kennt sie bestimmt alle. Also ich hatte auch diese Sterne früher in meinem Zimmer. Allerdings hatte ich die an der Decke und er hat, wie gesagt, die Schräge. Und wenn ich ihn ins Bett bringe, dann wedel ich ganz oft mit der Decke. Das findet er total cool, wenn ich mit der Decke so hin und her wedel. Wenn ich das allerdings zu doll mache, dann fliegen die Sterne immer von der Decke, weil das nicht so gut hält. Und ja, deswegen dachte ich mir, mit so Farbe wäre das vielleicht cool. Hier ist noch ein ganz cooles Muster, finde ich. Ich finde das ganz schön, wenn man vielleicht auch so Schleifen damit macht. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert und ob das überhaupt funktioniert. Oder ob man das stundenlang anleuchten muss, damit es dann wirklich im Dunkeln leuchtet. Und dann habe ich noch ein letztes Teil, genau, ein letztes Teil vom Teddy. Und zwar sind das Magnete. Die mache ich euch mal ein bisschen schärfer. So sehen die aus. Ich finde die richtig cool. Und dieses Motiv habe ich auch unten im Flur als Bild, also oder als Poster, wie auch immer, hängen. Das finde ich richtig cool. Und die habe ich aber nicht für hier gedacht, für zu Hause, sondern die möchte ich mit ins Büro nehmen. Gekostet haben die, also das hat 2 Euro gekostet, habe ich glaube ich gesagt. Und die haben 1 Euro gekostet. Und die finde ich ganz cool. Ich habe in meinem Büro ein Whiteboard, wo man natürlich auch Sachen magnetisch dranpinnen kann. Und dafür finde ich die echt hübsch. Wir haben zwar auch Magnete, die ich über die Firma beziehen könnte, aber ich persönlich finde das irgendwie schöner, wenn das so ein bisschen personalisiert ist. Dann erzähle ich euch mal, was ich so auf dem Flohmarkt gekauft habe. Zuerst kurz mal eben für euch zur Info, wo ich auf dem Flohmarkt war, falls jemand aus Cuxhaven, Bremerhaven, um zu, wie auch immer, meine Videos guckt. Ich war in Bremerhaven, Roter Sand, zuerst auf dem Flohmarkt. Ich persönlich finde den Flohmarkt immer total cool. Ich finde auch die alten Hallen richtig geil. Aber es gibt halt auch Leute, die das Ambiente nicht so cool finden. Ich muss sagen, da habe ich tatsächlich auch nichts gefunden dieses Mal, weil es halt auch echt stürmisch war und draußen war kaum was los. Und ja, drinnen die Stände sind immer ein bisschen gruselig. Die sind ganz cool anzugucken, aber da findet man eigentlich nichts.
Und dann sind meine Mutti und ich spontan noch weitergefahren zu einem anderen Flohmarkt, in einer richtigen Flohmarkthalle, in der Nähe vom McDonald's in Bremerhaven. Ich kann es absolut nicht beschreiben. Keine Ahnung, wie viele McDonald's es da gibt. Auf jeden Fall haben wir so eine Flohmarkthalle gefunden. Riesengroß, überdacht, echt cool. Und da habe ich folgende Schätze gefunden. Wir fangen mal mit dem Teil an, was ein bisschen blöd gelaufen ist. Ich wollte es unbedingt haben, aber wollte es irgendwie auch nicht kaufen. Und meine Mama hat es dann gekauft und es passt mir nicht. Und es ist total schade eigentlich. Aber ich werde es weiter verschenken. Es ist ein Jumpsuit, sag ich mal. Der hat hier oben so richtig eine stabile, coole Applikation. Ist trägerlos. Ich weiß nicht, ob ihr da jetzt so viel erkennen könnt. Ist also sehr labberig, sehr stretchy Jumpsuit. Und hier am Bein ist es halt einmal so, tja, dieses Dreieck hier. Könnt ihr das erkennen? Das ist so ein, ja, interessant am Bein. Interessant aber nur, wenn das Ganze nicht super eng ist. Und das irgendwie, ja, weiß nicht. Mir passt es leider nicht, aber ich kenne jemanden, dem es passen wird. Meine Mama hat 10 Euro dafür bezahlt und es ist super ärgerlich, weil das für Flohmarktverhältnisse voll viel ist. Und ja, aber wir werden, denke ich, einen Abnehmer finden. Ansonsten stellen wir das bei Kleinanzeigen an. Aber ich habe auch ein paar T-Shirts gekauft, die mir tatsächlich auch passen. Sehr gut. Ich habe hier einmal von H&M so ein Basic-Teil. Das ist so ein, ja, Top ohne alles. Es hat hier, wie nennt man denn das, diesen Einsatz quasi? Ja. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man mehr Brust hat, passt die Brust da manchmal nicht rein. Aber das hier ist eigentlich recht groß, also das passt. Dann gab es ein T-Shirt von Harry Potter. Also die T-Shirts haben alle drei jeweils 50 Cent gekostet. Das ist ein Gryffindor-T-Shirt. Einfach ganz schlicht grau und dann so kurze Ärmel. Wie gesagt, 50 Cent ist von Primark. Das schwarze war von H&M. Und das hier ist auch von Primark. Das ist einfach nur so ein T-Shirt, ja, mit so ein bisschen Kram drauf. Auch kurze Ärmel. Auch 50 Cent. War eine ganz coole Ausbeute, finde ich. Ich mag das ganz gerne. Ich mag auch diese Flohmarkt-Klamotten einfach gerne. Die haben irgendwie so einen gewissen Charme, finde ich. Weiß ich nicht. Ich mag das echt gerne. Dann haben wir hier etwas, ich hoffe jetzt einfach mal, dass mein Bruder und meine Schwägerin meine Videos nicht gucken. Wir haben hier ein Buch mit Mr. und Mrs. Herzchen. Ich kann da nicht so viel zu sagen, nur dass wir es haben und dass wir damit noch etwas vorhaben. Es hat leere Seiten und sie werden nicht ewig leer bleiben. Es hat 5 Euro gekostet, was ich voll viel fand für einen Flohmarkt irgendwie. Fand ich das merkwürdig, aber naja. Es wird hoffentlich wunderschön mit Leben gefüllt und dann ist der Preis auch egal. Dann habe ich mir noch Stoff gekauft. Und da war so ein, ich glaube, es war an dem gleichen Stand, wo ich die T-Shirts gekauft habe, war so ein großer Behälter mit Stoffen. Und da stand halt 1 Euro pro Stück, was man da nimmt. Und leider fand ich keinen Stoff so richtig schön bei der ersten Kiste. Da war einer, wo ich gedacht habe, oh, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Das war dieser hier. Da habe ich gedacht, auch irgendwas für den Sommer kann man damit bestimmt machen. Und ich zeige, Gummi geplatzt. ich zeige euch mal, wie groß dieser Stoff ist. Also so, und der ist noch zweimal umgeschlagen. Also er ist einfach riesig und der hat nur 1 Euro gekostet. Das ist ein Jersey-Stoff und der fühlt sich so weich an. Der ist so richtig, ich weiß nicht, ich könnte mir damit so ein richtig schönes Strandlaken oder so vorstellen. Oder ein Sommeroberteil oder so. 1 Euro. Und dann habe ich in die andere Kiste geguckt, denn es gab noch eine. Und habe als allererstes diesen Stoff entdeckt. Also, es ist ein bisschen zu viel, aber ich bin ja so ein Turnbeutel-Fan. Und wenn man das mit noch einer unauffälligeren Farbe oder vielleicht mit einem Pink, damit es hier zu diesem Pink hier passt, damit einen Turnbeutel macht, finde ich, glaube ich, ganz cool. Und für 1 Euro, wie gesagt, da ist richtig viel Stoff drauf. Also das ist richtig, richtig viel. Und dann habe ich noch das hier gefunden und das fand ich auch irgendwie ganz geil. Das ist so schwarz, weiß, rosa, kariert. Sagt man kariert? Das ist so ein komisches Muster. Gekreuzt, das sind so kleine Kreuze. Und das ist auch ganz viel. Ich glaube, verhältnismäßig weniger als die anderen beiden, aber es ist okay. Und das ist ein normaler Baumwollstoff. Ja, auch 1 Euro.
Richtig coole Ausbeute. Im Nachhinein habe ich es bereut, dass ich mir nicht noch mehr Stoffe genauer angeguckt habe, aber ich glaube, 3 reicht erstmal. So, und dann kommen wir mal zu einer etwas intimeren Angelegenheit. Ich habe mir etwas bei Hunkemöller gekauft und habe mir etwas bei Bonprix bestellt. Ich fange mal mit Hunkemöller an, vielleicht. Ich habe mir ein Bikini gekauft. Das erste Mal in meinem Leben bei Hunkemöller, im Laden drin gewesen. War so begeistert. Ich dachte immer, die haben nur BHs, die mir nicht passen. Aber da waren so viele schöne Sachen. Es war einfach nur göttlich. Also ich habe mir hier ein Bikini gekauft. In lila. Mit so einer kleinen, unauffälligen Raffung an der Seite. Sonst einfach nur ein Dreieckschlibbi. Der hat gekostet 14,99 €. Und es gab irgendwie 20%. Und dazu dann dieses Bikini-Oberteil. Das ist da auch so ein bisschen minimal gerafft. Das hat ganz normale Träger. Aber hier ist noch so ein Band irgendwie bei. Also eine Special-Technik. Ich versuche das mal schnell zusammenzubasteln. Ich war auf jeden Fall in dem Laden und die Verkäuferin, die hat mich komplett vollgesammelt. Die komplette Zeit, also ich wusste gar nicht wohin, so ungefähr, weil die einfach die ganze Zeit geredet hat. Aber ich fand es gar nicht schlimm, ich fand es eigentlich ganz cool, weil, ja, die war auch total freundlich, hat mir alle möglichen Ratschläge gegeben, weil sie schon mal gemerkt hat, dass ich das erste Mal in dem Laden war. Genau, man kann noch was basteln aus dem Bikini. Ich hoffe, ihr erkennt das. Diese Seile hier quasi sind dann über der Brust gespannt und das ist dann halt ein Neckholder. Finde ich total cool eigentlich. Ist ein bisschen sexuell für ein Bikini, weil da ist ja auch eine gewisse Menge Brust drin. Aber naja, das Oberteil hat gekostet 32,99 €. Ist schon ein bisschen was, finde ich, für ein Bikini. Also, aber er ist ja auch schön. So, und dann, ebenfalls etwas Sexuelles, habe ich mir Unterwäsche gekauft. Und jetzt wird es ein bisschen verrückt. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Fan davon, Unterwäsche in die Kamera zu halten. Gerade weil ich nicht so einen kleinen Morse und so kleine Brüste habe, aber scheiß drauf. Ich habe mir einen Schlibbi gekauft, in riesengroß. Der ist hinten ein bisschen mit Spitze, also bis zu einem gewissen Punkt. Und dazu, und das finde ich ganz cool, ehrlich gesagt, so ein Bralette. Also wie gesagt, da muss ja ein bisschen Brust rein, deswegen ist der ein bisschen größer. Also nicht, dass ihr euch wundert. Ich versuche das mal so zu zeigen. Hoch, so, so. Da ist halt das Körbchen. Ihr seht es, es ist schwarz. Und darüber ist aber noch Spitze. Also das hier drüber ist alles, der vordere Bereich hinten ist, ne, normal. Nicht, dass ihr denkt, das ist hier das hintere. Es ist alles Spitze und ich finde es richtig schick, wenn man das anhat. Es hat auch kein Bügel oder so, also es ist komplett ohne. Ich finde es richtig schick, wenn man das anhat, weil es irgendwie edel aussieht und man kann das einfach unter einer schwarzen Bluse oder so tragen. Finde ich richtig cool. Und ich glaube, das Teil hat auch nur irgendwie 12 €, 15 € oder so gekostet. Und das finde ich, ist ein richtig cooler Kurs. Und ich glaube, das war sogar im Set für diesen Preis. Hatte überlegt, ob ich mir das vielleicht auch nochmal in einer anderen Farbe kaufe. Ja, das war meine Ausbeute, Leute. Das hat sich gereimt. Was ist das Schönste an meinem Einkauf für mich persönlich? Ich glaube, wirklich dieses Bralette-Ding, was ich euch jetzt gerade als letztes gezeigt habe. Also dieses hier. Und ich glaube, direkt danach kommen die Magnete. Ja, das sind meine beiden Lieblingsteile aus diesem Einkauf. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick gefallen. Ich habe euch jetzt hier ziemlich lange vollgesammelt, sehe ich gerade. Ja. Ich werde im Sommer oder wenn es wärmer wird, öfter auf Flohmärkte gehen. Ich hoffe, ihr seid bereit dafür, denn ich bin einfach ein Flohmarktopfer. Und auch wenn ich mit meiner Mama nach Berlin fahre, in ein paar Wochen, werde ich in Secondhand-Läden gehen und auf Flohmärkte. Und da werde ich euch ganz, ganz viele Klamotten hoffentlich zeigen können. Ich wünsche mir viel Glück bei der Ausbeute. Ja, bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns ja wahrscheinlich in ein paar Tagen schon wieder. Macht's gut und haltet die Ohren steif. Bis dann. Tschüss mit Ö.